Gibt's da noch was? Nein, auch Bulko, Bulko, Bulko. Warte mal. Was ist los? Verdammt, Altier Mann. Ich verstehe nicht, wieso Silvio ausgerechnet hierher wollte. Es gibt doch genug andere Gegenden hier, wo es was zu holen gibt. Tja, warte mal. Noch irgendwas? Sonst alles klar? Jetzt nicht, mir ist kalt. Ich will doch schnell wie möglich hier wieder raus. Momentchen. Oh geil, ich hab's letzte Mal da in Corinis gespeichert. Warte mal. Ist ja auch nicht ewig her oder so. Kann ich dein Geldbeutel klauen oder soll ich jetzt rennen? Ah, doch. Kann ihn klauen. Gut, und jetzt. Wie viel Uhr? Es ist schon nach 6, okay. Wenn ich das nicht letztes Mal so verballert hätte mit den. Mit dem Felsdrachen, hätte ich jetzt eigentlich gar kein Zeitproblem. Wäre ich doch nur schlafen gegangen, nicht wahr? Tja, kann man nichts machen. Jetzt rennen wir auf jeden Fall noch schnell zur Marcos Mine rüber und schauen, ob es dort auch Angriffe von Orks gibt, wie bei Fayettes Mine. Und ja, wenn ja, dann können wir da auch noch ein bisschen aufräumen. Wenn wir Pech haben, ist unser guter alter Freund Grimes, der hier praktisch schon ewig lebt, auch hinüber. Ich frage mich halt gerade, ob das hier der sinnvollste Weg wäre. Aber ich denke schon, dass zwei Lurker das kleinste Problem sind, wenn man an die ganzen Orks da an der anderen Seite denkt. Okay, ich habe meine geile mein geiles Lebensamulett angelegt und warum ist der Wasserfall so laut? So. Ach du Scheiße, das ist ein Troll. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wirklich, an den Troll kann ich mich nicht erinnern. Aber der Troll scheint alleine zu sein, den muss ich ja wohl platt kriegen, oder? Autsch. Vielleicht hätte ich mein Leben vorher auffüllen sollen, denn das ist jetzt hier wirklich eine Selbstmordaktion. Töte ihn! Oh. Wow, geil. Hab ich aber noch viel Leben. So, Troll ist erledigt. Fuck. Dass hier einfach so ein Troll rumsteht. Ich glaube wirklich, Marcos Mine ist am Arsch. Aber hier in der Nähe gibt es auch noch mal einen Belia-Schrein übrigens. Und da ist ein Snapper, okay. Hör, euch geht's gut? Damit habe ich jetzt eher weniger gerechnet. Ich will aber mal trotzdem mit Grimes reden. Alter, die buddeln ja immer noch. Überhaupt keine Probleme gehabt mit den Orks. Nicht so wie Fayettes Mine. Hey, du. Was macht die Arbeit? Dieser Fels ist verdammt. Okay. Na dann habt ihr echt mal Glück gehabt. Wie früh ist es denn? Fast 7 Uhr. Sehr gut. Das ist doch schön. Hab fast den ganzen Tag für nichts verplempert. Na gut, ich habe den Feuerdrachen besiegt. Aber sonst habe ich heute eigentlich praktisch nichts gemacht. Da vorne ist der Belia-Schrein. Ich hoffe, mich erwarten hier keine unfreundlichen Überraschungen. Aber hier sieht es ziemlich leer aus. Oh. Kacke, ich lauf trotzdem mal dahin. Okay. Wenn ich den Belia-Schrein brauche, weiß ich, wo er ist. Und dass da noch Gegner sind, weiß ich dann auch. Wenn, dann mache ich das mit Biff zusammen später. Oder das mache ich, glaube ich, wirklich noch mit Biff nachher zusammen. Aber jetzt gehen wir erstmal zurück zur Burg. Das ist der Pass, du Idiot. Das war der falsche Pass. Und ich habe zu wenig Mana. Ja, ich könnte nachher hier eigentlich schnell vorbeischauen, bevor ich zur Eisregion abzisch. Und noch alles aufräumen. Vielleicht kriege ich ja sogar noch ein Level ab, wenn ich in Xardas Turm bin. So, jetzt aber erstmal hier das Auge Innos wieder aufladen. So. Geil. Und jetzt gehen wir erstmal noch zu dem Ritter, verkaufen unseren Schrott, dann gehen wir schlafen, dann können wir endlich wieder ganz normal den nächsten Tag verbringen. Jetzt haben wir ja unseren ganzen unnötigen Schrott schon gemacht, den wir später noch machen müssten. Zeig mir deine Ware. Huch, alles so leise plötzlich. So, einmal Runenmacht, ein paar Echsenschwerter, ein edles Langschwert und ein Eschenbogen, der sogar noch schwächer ist als mein Ding. Schwarzes Erz, Wirkung unbekannt.
Wo habe ich das denn her? Das behalte ich lieber mal. Ich habe keine Ahnung, was ich damit tun muss. Jetzt habe ich eigentlich noch die ganzen Gürtel hier. Also Gürtel der Stärke ist ja cool. Dann kann ich Gürtel der Kraft auch ablegen. Gürtel des Feuerläufers behalte ich jetzt auch mal. Aber wo habe ich die plötzlich? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich die gekriegt habe. Und so, die alten Münzen noch irgendwann abgeben, ja. Drachenblut, Drachenschuppen, Schafsfell, Herzen, Krallen, Lurker, Klauen. Ich glaube, dass ich die Herzen dann auch loswerden kann. Aber die spare ich mir jetzt erstmal noch auf. Vielleicht bringen sie mir noch irgendwas. Und die Flammenzunge hier kann ich auch noch loswerden. Gibt eine Menge Kohle. Und die silberne Schale. Und wir haben über 35.000 Gold. Geil. So, und jetzt gehen wir schlafen. Der Tag ist um. Halt, stopp. Habe ich überhaupt schon Bescheid gesagt? Ja, nee, habe ich nicht. Cool, dann mache ich das doch gleich, bevor ich zum Eisdrachen gehe. Auch wenn ich hier alles voll blute. Ein Drache ist noch übrig. Der Eisdrache. Und den mache ich heute, glaube ich, auch noch platt. Da haben wir heute einiges getan. Ist wirklich sehr viel getan. Ich habe Neuigkeiten über die Drachen. Wieso ist das so leise? Jetzt so wenig. Der Feuerdrache auf dem Vulkan im Süden wird keinen Schaden mehr anrichten. Das sind gute Neuigkeiten. Hier, ich gebe dir etwas Geld für deine Ausrüstung. Hat es inzwischen wieder Angriffe der Drachen gegeben? Zum Glück nicht. Im Moment halten sie sich zurück. Okay, sehr schön. Jetzt noch zu Oryk. Und wir fragen ihn, wo der nächste Drache ist. Ich brauche mehr Informationen über die Drachen. Ich habe das Gefühl, dass ich noch nicht alle Drachen erwischt habe. Vielleicht habe ich noch etwas übersehen. Es gibt eine sehr weitläufige Eisregion im Westen. Würde mich nicht überraschen, wenn sich einer der Drachen dort versteckt hielte. Gut, das war die Information für den letzten Drachen auf Korinnes im Minental. Und den schnappen wir uns gleich morgen früh, aber also nicht morgen früh, eher morgen Mittag, weil wir morgen früh erst nach Zuxardes Turm spazieren mit Biff zusammen. Aber jetzt gehen wir erstmal schlafen, holen uns eine gescheite Rüstung und machen uns bereit für unseren Ansturm. Oh je. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. So, und endlich können wir uns die bessere Rüstung holen. Die davor, die ist ja jetzt wirklich... Also die leichte Drachengeberrüstung muss jetzt endlich los... Muss ich jetzt endlich loswerden. Hey, du. Ist die Rüstung fertig? Ist die Rüstung fertig? Ja, ein wahres Prachtstück. Wenn du willst, kannst du sie kaufen. Für dich mache ich einen Freundschaftspreis. Ah, nur 12.000, keine 16.000. 12.000 Goldstücke. Was? Nach allem, was ich für dich getan habe? Komm mir nicht so. Irgendwovon muss ich ja auch leben. Also kauf sie oder lass es bleiben. Ja, 12.000 ist besser als 16.000, also natürlich nehmen wir sie. Ich will die Rüstung kaufen. Du wirst merken, sie ist jedes einzelne Goldstück wert. Jawohl, endlich. Ich weiß zwar immer noch nicht, warum die Stimmen gerade so leise sind und ob ich da was dagegen machen kann, aber hey, scheiß auf alles, ich hab... Die mittlere Drachenjägerrüstung. Jetzt bin ich wirklich ein Boss. Noch nicht ganz. Es gibt noch eine weitere Rüstung, die tragen einige der Drachenjäger jetzt schon. Zeig mir deine Waffe. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall eine geilere Rüstung als vorher. Und zwar eine, die wirklich geil ist. Ich meine 120 und so, ja. 75 und 35. Jawohl, endlich rennen wir in der Rüstung rum. Wie lange hatten wir jetzt die leichte Drachenjägerrüstung? Lass mal überlegen. Moment. Eins. Wir hatten die leichte Drachenjägerrüstung, als wir... Also am Ende von Korinnes, dann sind wir nach Jakindar los. In der Leichten, dann haben wir die ganzen Suchenden in der Leichten gekillt. Dann haben wir drei Drachen in der leichten Drachenjägerrüstung gekillt. Und jetzt haben wir endlich die mittlere. Jetzt kann es hier endlich richtig losgehen. Nicht wahr, Biff? Jetzt habe ich dieselbe Rüstung wie du. Im Gegensatz zu dir habe ich eine Armbrust. Ha. So, jetzt wie immer an den ganzen Orks vorbei. Und zu Xardas Turm und diesmal doch den Weg nehmen, wo die 7 oder 8 Drachensnapper rumrennen. Denn die kann ich alle auf einen Schlag killen. Und das, wenn ich es richtig mache, auch ohne Biff zu erledigen. Denn ich zeig's euch. Ja, Feuerregen. Besser, ich lege ihn auf die 4, sind meine noch ein Fehler. Und teleportiere mich zur Burg, anstatt die zu meucheln. Das wäre doof. Also, Feuerregen. Haha, wird das witzig. Oh, geil, freue mich drauf. Das ist zwar mein letzter Feuerregen, aber ich brauche, glaube ich, eh keinen mehr. Und wenn doch, kann ich noch irgendwann irgendwo einen kaufen oder so.
Die ganzen anderen Spruchrollen habe ich auch noch. Wenn ich alles verkaufen würde, was ich habe, dann könnte ich, keine Ahnung, 100.000 Gold oder so haben. Jetzt habe ich ja nur noch 23.000, aber ich brauche ja eh nur 20.000 für die Rüstung. Mein größeres Problem wird eher sein, genug Stärke zusammenzubekommen, damit ich diese selbstgeschmiedete Waffe anlegen kann. Ohne die ich ja den letzten Drachen nicht mehr verletzen kann.